Liebe Hörerinnen und Hörer vom Kraftfutter, habt ihr auch schon mal geschäkert mit der Bedienung der Beiz? Ich mache das manchmal, wenn ich etwas mega feines zu essen bekomme oder wenn mich der Kellner oder die Kellnerin so fröhlich anstrahlt, dann habe ich einfach Lust, noch ein bisschen mit ihm oder mit ihr zu berichten. Manchmal redet man über das Essen, oder mir gehört irgendwie ein besonderer Akzent beim Reden raus und fragt, von wo er oder sie denn kommt. Und manchmal ergibt es sich einfach, dass man so ein bisschen ins Gespräch kommt zusammen. Ja, meistens ist es ja so, dass wenn ich in einer Beiz essen gehe, dass das sowieso ein Moment ist, wo ich so gelöst bin und entspannt oder wo ich mich sogar darauf habe gefreut, dass ich am Abend ins Restaurant gehen kann. Also so ein besonderer Moment im Alltag. Ich bin sicher, ihr seid auch schon ins Gespräch gekommen mit der Bedienung. Hättet ihr auch schon einmal gesagt, jetzt tut ihr mich da so fein und so liebevoll bedienen. Das ist ja wunderbar. Dabei geht es mir so mies. Geld, das käme einem jetzt nicht gerade unbedingt in den Sinn, das zu machen, wenn man auswärts geht essen. Ich hätte jetzt das wirklich noch nie gemacht. Es gibt einen Psalm, der genau das macht. Ein Psalm, den ihr wahrscheinlich sogar kennt. Der Psalm 23. Zmitz drinnen kommt plötzlich der Satz vor. Du deckst mir den Tisch im Angesicht meiner Feinde. Ich glaube, wenn man das so ganz, ganz frei würde übertragen auf unsere Alltagssprache, dann könnte man eben schon sagen, hey, du schaust da so gut zu mir, du deckst mir den Tisch, stellst ein schönes Teller auf, feines Essen, sauberes Geschirr. Und dabei ist ringetum einfach nichts anderes als feindselige Umwelt. Du deckst mir den Tisch im Angesicht meiner Feinde. Ich konnte ganz lange nichts anfangen mit diesem Vers. Und irgendwie erschließt sich mir je länger, je mehr der Sinn. Es ist ein schöner Gedanke, dass man am Tisch sitzt von Gott und von Gott selber bedient wird. Dass man ein bisschen mit ihm ins Gespräch kommt und vielleicht eben nicht nur schäkert, sondern auch ganz ehrlich kann sagen, wie es ihm wirklich zumut ist. Ein Moment, wo man das Gefühl hat, um mich herum hat es nur mehr finden. Das müssen nicht mehr Menschen sein, es muss auch nicht ein militärischer Find sein, es kann die plötzliche Diagnose sein. Es kann die Überforderung sein bei der Arbeit. Es kann sein, dass einem tatsächlich jemand plagt. Und dann sitzt man so da, an diesem Tisch, wo einem Gott bedient, wo ich denke, es ist ein Tisch, wo man all das überkommt, was man auch braucht. Und plötzlich löst es einem die Zunge und man sagt, das ist der Schöne, ich überkomme da alles und dabei geht es mir ja eigentlich so mies und so dreckig. Du deckst mir den Tisch im Angesicht meiner Feinde. Es hat auch etwas von einem Bekenntnis, aber nicht von einem Bekenntnis, das der Mensch gegenüber Gott ableitet, sondern wo Gott gegenüber dem Mensch ableitet. Selbst wenn deine Finde jetzt zuschauen, wie du da an diesem Tisch hockst, ist das zu dir, ich tue dich bedienen, ich bin für dich da, ich schaue, dass es dir gut geht. Ja, vielleicht ist das etwas, wo wir mitnehmen können in die Woche. Der Gedanke, dass man an einem Tisch sitzt, wo es jemand ganz gut mit einem meint und wo man getrost die Zunge lösen kann, nicht nur schäkern muss und auch mal sagen kann, du deckst mir den Tisch im Angesicht meiner Feinde. Mein Name ist Sabine Müller-Jahn. Ich bin Pfarrerin in Nidekirchen zu Bern.